Wenn man Jubiläum feiert und in diesem Falle 25-Jähriges, da schaut man natürlich zurück. Und deshalb habe ich ihn hier, den Gründer des Ganzen, herzlich willkommen, Herr Teichmann, hier beim Saale-Info-Kanal. 25 Jahre erstmal unser Glückwunsch. Dankeschön. 25 Jahre hier, eine feste Adresse im Punkto Fitness. Und man schaut zurück. Man schaut zurück, wie hat es angefangen? Wie war das bei euch vor 25 Jahren? Unwahrscheinlich aufregend und wunderschön. Eine tolle Zeit. Energiegeladen. Wir wollten irgendetwas tun und hatten überlegt, wie unseren Karateverein, den wir damals gegründet hatten, 1990 Räumlichkeiten zu schaffen. Und aus diesen Überlegungen heraus ist das Studio entstanden. Also der Karateverein ist der Ursprung des Studios. Und um das finanziell tragbar zu gestalten, wurde im Prinzip das Fitnessstudio angedockt. Ja, und wenn man gehört hat, 24 Jahre sind die Mitglieder zum Teil hier aktiv, das spricht ja für Sie. Sie sind hier zu Hause, ihr seid mittlerweile eine große Familie geworden und ihr habt euch auch räumlich vergrößert. Wenn ich mal hier diese wunderbare Kletterwand anschaue und hier zwei aktive Kletterer im Hintergrund, wird das gut angenommen, dieses Klettern? Ja, absolut. Klettern ist ein wunderschöner Sport, der viel, viel Spaß macht, extrem facettenreich ist, für jung, für alt. Thüringen, Saalfeld ist nun nicht so das größte Klettergebiet. Das heißt, wir hatten erstmal wieder ein bisschen Pionierarbeit zu leisten, hatten es bekannt zu machen, mussten die Räumlichkeiten schaffen, um den Leuten zu sagen oder zu zeigen, wie viel Spaß das machen kann. Ja, und wir wollen vielleicht auch mal unseren Zuschauern mit auf den Weg geben. Frühjahr steht vor der Tür, habe ich gesagt, man will natürlich auch in puncto Figur. Aber in allererster Linie ist ja die Fitness und die Gesundheit wichtig, dass man sagt, Reha-Sport habt ihr mit. Ihr habt ja viele Facetten jetzt. Fitness ist ja nicht nur Figur, Fitness ist ja ganz, ganz viel. Das ist richtig. Wir sind ganz, ganz breit aufgestellt. Das ist unsere Philosophie. Wir möchten der ganzen Familie ein Zuhause im sportlichen Bereich bieten. Der Oma im Reha-Sport, den Eltern im Fitness- oder im Kursbereich und den Kindern zum Beispiel im Klettern. Das ist unsere Philosophie und daran arbeiten wir. Herr Teichmann, natürlich steht hinter so einer Einrichtung auch ein Team. Ohne Team geht gar nichts. Sicherlich haben Sie auch ein festes Team. Und ich denke, so an einem solchen Tag ist es auch mal Zeit, Danke an das Team zu sagen. Absolut. Wir haben über 40 Mitarbeiter. Wir sind ganz, ganz stolz auf unsere Mitarbeiter. Ganz viele sind schon sehr, sehr lange bei uns. Und wir wären heute nicht ansatzweise da, wo wir sind, wenn wir nicht diese Mitarbeiter hätten. Vielen Dank. Ja. Und wir schauen jetzt einfach mal rein, wie es angefangen hat vor 25 Jahren. Das ist das Schöne, wenn man jetzt solche Erinnerungskassetten hat, noch die gute alte Videokassette. Wir schauen mal rein, 25 Jahre zurück, Cut und los geht's. Waren, die in der Vorbereitung, in der Planung, ich mal ganz herzlich bedanken, für mich das Erste ist, mich ganz herzlich bedanken bei den Eltern, weil sie uns ganz toll unterstützt haben.
Wir haben gerade erfahren, 25 Jahre gibt es hier schon das Fitnessstudio. Seit wann sind Sie denn hier regelmäßig aktiv? Im August diesen Jahres waren es 24 Jahre bei mir. 24 Jahre, ja. Sozusagen Stammmitglied hier. Einiges gesehen und ja, einige Veränderungen miterlebt. Viele Veränderungen, ja, kann man sagen. Es hat sich wirklich so in puncto Fitness viel getan. Ja. Ja? Was würden Sie jetzt so als Wichtigstes erachten in dieser Sache? Die Geräte oder die Menschen an sich, wie trainiert wird? Also für mich ist das die Motivation, erst zu schwitzen und dann die Sauna zu besuchen. Ja, ja, ja. Die Sauna ist für mich der Ansporn noch hinten dran, dass ich vorher auch was mache. Ja. Wie oft geht man die Woche so zum Training oder ist es sporadisch? Ich versuche es zweimal die Woche zu schaffen. Und 25 Jahre Fitnessstudio live hier in Saalfeld-Gondorf. Und ich war heute zu Gast bei Herrn Teichmann. Herr Teichmann, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für mich. Sehr gerne. Ja, denn ein engagierter Saalfelder, ein engagierter Mann. Sie sind aktiv seit vielen Jahren für den Stadtrat und ich habe gehört, er kandidiert auch wieder. Sie haben mit Menschen zu tun. Sie wissen, für was die Menschen hier ticken in unserer Region. Und das ist ganz wichtig für Kommunalpolitik. Das glaube ich auch. Man muss mit dem Ohr ganz, ganz nah an den Bürger sein, die Wünsche, die Sorgen, vielleicht auch die Ängste, wenn sie eine vorkommen, wahrnehmen, ernst nehmen und sich für die Leute einsetzen. Authentisch sein, das ist, denke ich, ein Erfolgsgeheimnis oder eigentlich ist es kein Geheimnis, ist ein erfolgreicher Weg, wo man sich jetzt für Saalfeld engagieren kann und den Bürger helfen kann. Das klingt gut und wir wünschen uns viele Besucher hier im Fitnessstudio, auch für die Zukunft. Wenn wir Sie mit unserem Bericht neugierig gemacht haben, kommen Sie einfach mal vorbei, Herr Teichmann. Sehr, sehr gerne. Okay. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf alle Besucher und verabschieden uns hier aus dem Fitnessstudio mit einem einfachen Sport. Frei. Tschüss.